Sussul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der City Life Challenge. Erstmal ein dickes Sorry, dass gestern keine Folge gekommen ist. Das liegt daran, dass es mir nicht so gut ging. Manche haben es ja vielleicht schon mitbekommen. Da ich aber natürlich immer zwei Folgen der City Life Challenge am Wochenende bringen möchte, habe ich mir überlegt, bringe ich am Montag dann dafür keine Folge aus der Family, sondern eine hier mit Jordan. Dann verschieben wir das Ganze einfach einen Tag. Dann kommt kommt die Challenge dieses Wochenende heute am Sonntag und morgen am Montag. Und dann nächste Woche wieder ganz gewohnt Samstag und Sonntag. So, ich weiß gar nicht mehr, was ich genau mit ihr alles machen wollte. Ich weiß nur, dass wir schon unheimlich spät haben. Hat sie ihre Hausaufgaben fertig? Nein, hat sie nicht, aber sie muss eigentlich morgen jetzt auch nicht in die Schule. Dennoch könnte sie die schon mal machen, dann sind die fertig. Cleo spielt hier schon wieder Geige. So. Ich müsste echt mal gucken. Oh, da kommt wieder ein... Oh, der Waschbär vergreift sich am Müll. Ja, schäm dich. So, das Ganze werde ich wieder etwas schneller ablaufen lassen. Ich wollte ja jetzt Jordan auch mal regelmäßiger Gitarre üben lassen, in der Hoffnung, dass sie auch mal irgendwann hier Gitarre spielt. Ich meine, die meisten spielen hier immer nur Geige irgendwie, aber... wäre ja auch mal... Oh. Außerhalb der Wohnung habe ich noch nie ein Erdbeben erlebt. Gut. Aber es wäre ja an für sich auch mal ganz, ganz interessant. Also ich weiß es nicht. Könnt ihr auch Gitarre spielen? Ich hoffe doch, weil dann wäre es ganz cool, wenn sie hier ab und an mal Gitarre spielen würde und dann könnten wir die Gitarren verkaufen. Das wäre echt nice. Das wäre wirklich nicht unpraktisch. Zack, Poster nehmen, Poster nehmen. So. Nacht der Keulung, das klingt sowas von falsch. Das klingt aber sowas von dermaßen daneben. Aber gut. Ich glaube, in dem Fall ist mit Keulen etwas anderes gemeint. was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt hat mich die Keule komplett aus der Fassung gebracht. Oh mein Gott. Ich weiß echt nicht, was ich sagen wollte. Ja, ich weiß es nicht mehr. Hey, wow, wir kriegen ja heute die 120 Simoleon-Poster. Und jetzt hier, guck mal, die Pfannkuchen, die sind sogar 200. Guck mal, jetzt haben wir 2432. Mensch, Jordan hat ja richtig Money in the Bank. Warte mal, da kommt Emi. So, Jordan, geh mal hoch. Witt. Warum habe ich denn ein Ladescreen? Wir sind doch nur in die Wohnung gegangen. Was ist denn jetzt kaputt? Hä? Hä? Das ist ja strange gewesen. Weil normalerweise sollten wir da keine Ladezeiten haben. Das ist echt merkwürdig. Warte mal. Nee, macht ihr mal gerade nichts zu essen? Plauder doch mal ein bisschen mit mir. Wir sind schon recht gut befreundet. Oh. Um die Zeit kann sie nicht mehr anrufen. Dann ist doch noch das Grillkäse-Sandwich zu Ende. Dann kann sie das noch mampfen. So. Und, sozial. Ja, wir sollten mal gucken, dass wir ihr bei Gelegenheit auch mal einen günstigen Rechner besorgen. Hier kann sie vielleicht mal die Blümchen bewässern. Sie muss ja auch mal ihre Gartenfähigkeit etwas höher bekommen, damit sie die Teile aufwerten kann, weil dann bekommt sie ja deutlich, deutlich mehr Simoleons daraus. Das wäre ja für die Challenge jetzt auch relativ praktisch, sage ich mal so. Hallo? Willst du das da so weiter rumlaufen lassen? Das ist vielleicht auch nicht so gut. So, misch das mal auf. Und dann hau dich in die Federn. Das tut dir gut. Dann kommst du mal ausgeschlafen morgen aus dem Bett am Sonntag. Und dann könnten wir sie ja rein theoretisch noch ein bisschen Gitarre üben lassen. Soziale Kontakte wären auch nicht falsch. Akito ruft an. 22 Uhr. Ja, mach doch mal.
Jetzt habe ich es gar nicht vorgelesen, sorry. Also das ist irgendwie so ein Konzert in so einem unterirdischen Modeviertel. Da könnten wir sie eigentlich wirklich mal hinschicken. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das so. Brunchen. Obstsalat. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist das so, dass dann unser Sim kurz verschwindet, wie wenn er in die Schule oder auf die Arbeit gehen würde, weil das kein real existierendes Grundstück ist. Oh shit, stimmt. Denk dran, die Miete pünktlich zu zahlen. Das sind 600 Simoleons Miete. Ja, dann rutschen wir wieder unter die 2000. Na super. Ich hatte gehofft, dass wir bald mal endlich einen Job annehmen könnten hier mit Jordan. Obwohl, wahrscheinlich macht sie wirklich mehr Geld, wenn sie nur die Poster und sowas einsammelt. Fürchte ich fast. Ich hoffe, es ist jetzt nicht schlimm, dass ich das ein bisschen speede, aber ich möchte gerne so die Standardsachen, will ich mir jetzt nicht alles in jeder Einzelheit angucken. Wir wissen, wie es aussieht, wenn ein Sim Ohrenschmalz in den Obstsalat reinmischt. John hat die Rezepte für Buntwasch aus der Pfanne, Kekse mit Schokostückchen und Pfannkuchen gelernt. Außerdem kann sie mit anderen Sims über das Kochen reden. Denn sie hat jetzt Level 3 der Fähigkeit Kochen erreicht. Sehr, sehr cool, Jordan. Was will sie machen? Den Weltkulturkanal wird sie gerne gucken. Und jemandem den Wohnungsschlüssel geben. Ja, das wäre auch gar nicht mal so schlecht eigentlich. Skylar plaudern. Skylar ist schon wieder weg. Dann guck doch erstmal den Weltkulturkanal. Schau mal, was da so kommt. Sie fühlt sich unwohl. Warum? Hat das Essen nicht geschmeckt? Schlechte Zutaten. Obwohl der Einsatz alter Zutaten eine wirtschaftliche Entscheidung gewesen sein mag, war es nicht gerade die schmackhafteste. Hast du jetzt, Also Jordan, nur für dein Verständnis. Wenn auf deinem Essen Fell zu finden ist, heißt das nicht, oh, das ist aber flauschig. Das heißt, es muss in den Müll. Nur so, als Info. Oh Mann. Ich muss mal gerade ein Schlückchen trinken. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe momentan total oft Durst. Ist ja eigentlich so ein bisschen so ein Anzeichen, wenn man Diabetes oder sowas hat. Aber ich denke eigentlich, das kann ich bei mir ausschließen. Ich habe früher viel mehr irgendwie Ungesundes gegessen, was sowas auslösen könnte. Ich ernähre mich ja eigentlich wirklich seit 8 Monaten mittlerweile, achte ich ja deutlich mehr auf meine Ernährung. Oh Mann, ich bin seit 8 Monaten bin ich Energy Drink frei. Ich habe mir jetzt nochmal einen rausgesucht, so Mango Kiwi, weil ich echt nochmal Bock drauf habe. Ich habe die ja früher weggetrunken wie nichts, weil ich permanent müde war. Und, so hier, ich darf euch nicht die ganze Zeit voll labern. Komm, wir gehen nochmal raus hier. Wir gehen nochmal nach unten. Da kann Jordan vielleicht noch ein paar Kontakte knüpfen, noch ein paar Poster einsacken. Oh, und wir können Sachen ernten. Das ist gut. Da brauchte ich die einfach wirklich, weil ich sonst permanent eingepennt bin. Und mittlerweile trinke ich sie eigentlich wirklich nur noch für. Oder ich habe tatsächlich keinen mehr getrunken. Aber wenn ich jetzt nochmal einen trinke, dann nur für den Geschmack. Und nicht für die Energy-Wirkung. Ich einfach tatsächlich gemerkt habe, wenn ich mir meine 7 Stunden Schlaf am Tag nehme, mich bewusster ernähre, ich habe das Problem überhaupt gar nicht mehr, dass ich einschlafe. Das hatte ich früher permanent. Das habe ich überhaupt nicht mehr. Also ich muss sagen, insofern hat sich das für mich wirklich schon gelohnt. So, jetzt müssen wir aber wirklich bald die Miete bezahlen, ansonsten fliegen wir raus. Ein Tonklumpen? Dieser einfache Tonklumpen wartet schon eine halbe Ewigkeit auf dich. Tonformen. Das müssen wir mal ausprobieren. Da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt. Rum und raus. Guck da! Da hinten hat Casey gerade Gitarre gespielt. Wahrscheinlich liegt es. Oh, einsam. Du findest schon noch ein paar Leute zum Quatschen. Du sammelst das jetzt erstmal noch ein und dann suchst du dir jemanden. Gut ist das neue Böse. Das bringt zwar 120 Simoleons, aber das möchte ich nicht verkaufen, denn das ist so ein schönes Bild. Das haben wir ja auch schon bei Aiden und Lia im Wohnzimmer hängen. Das finde ich so toll, das will ich nicht verkaufen. So. Sie ist auch ein Teenager, dann unterhalte dich doch mal mit ihr. Freundlich vorstellen. Ein Abtrünnigen ist die.
kennen wir von Zeit für Freunde. Da kam sie als Sim dazu. Vielleicht können die beiden sich ein bisschen anfreunden. Ich meine, sie sind zwar vom Stil recht unterschiedlich, aber das heißt ja nicht, dass daraus eine wunderbare Freundschaft entstehen kann. Guck, und schon ist sie wieder glücklich. Ist auch ein sehr, sehr schöner Sim. Jetzt fällt mir auch auf, woher Lia die Haare hat. Die Lia die Haare hat, sind auch aus dem Zeit-für-Freunde-Pack. Wurde sie wohl gerade verlassen und hat aus Wut eine Dose zerdrückt? Es ist schon mal interessant, wenn man sich die Sprechblasen der Sims so anguckt, was da wohl immer bei rumkommen mag. John möchte eine glückliche SMS schicken. Die kann sie doch mal an mich schicken. Eine Küchenprofi-Station? Nein, das ist Quatsch. Einen neuen Frosch sammeln. Ja, gut. Könnten wir mal machen. Weil ihr habt mir schon gesagt, ich soll auch mal Frösche sammeln und die dann paaren. Weil wenn ich die wohl, das war mein Arm, der geknackt hat. Weil wenn ich die wohl paare, dann kann ich wohl mit den Züchtungen, kann ich wohl deutlich mehr Simoleons machen. Stimmt, das wollte ich ja auch mal noch machen. Oh, ich rufe gerade an. Nee, ich möchte jetzt gerne... Das können wir gerne mal anders nochmal machen, uns treffen. Aber... Wie kann ich nochmal direkt reisen? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Gab es da irgendeinen Shortcut für? Ich möchte dann jetzt gerne mal noch in den Park und würde mir da ganz gerne noch zwei Fröschlis suchen. Da. My Shuno Meadows. Fahren wir alleine mit dir hin, Jordan? Dann suchst du dir jetzt da zwei Quarkis und dann gucken wir mal, ob wir die züchten können. Dann brauchen wir nur erstmal noch einen Tisch zum... Ja, wo wir die Terrarien draufstellen können. In unserer Wohnung. Bin ich sowieso gespannt. Ich habe tatsächlich noch nie in Sims 4 mit den Fröschen herum experimentiert. Das wird interessant. Und ich habe gerade ein kleines Leckproblem. Warum? Was ist da los? Such mal Frösche. Die letzten Frösche habe ich alle verkauft. Herzlos, wie ich bin. Oh, das ist so schön hier mit dem... Oh, das ist so schön. Ich mag den Schneemod. Wer übrigens den Schneemod auch haben möchte... Ach, guck mal, da hinten ist... Ist Salim Benali, der Verkäufer. Ist auch ganz putzig, ne? Mal schauen. Wenn Jordan dann mal irgendwann zum jungen Erwachsenen wird. Wenn sie denn mal irgendwann alle Kriterien erfüllt, die sie dafür erfüllen muss. Das wird noch eine Weile dauern. Ein Blattfrosch hat sie bekommen. Da hinten kann sie auch noch Frösche suchen. Da kann sie auch noch Frösche suchen. Und das ist jetzt gerade das, was ich... Das ist jetzt alles, was ich gerade auf die Schnelle finde. Ja. So. Was ist da? Kartoffelpflanze. Komm, können wir ernten. Ach, jetzt habe ich die hier erstmal nicht an. Was ist das? Ein Sonnenblumenfrosch. Ach, cool. Was hat sie jetzt noch bekommen? Ein Eierpflanzenfrosch. Ja, der Sonnenblumenfrosch ist schon ein bisschen mehr wert. 30 Simoleons? Ja, Mensch. Die zwei Kartoffeln kann sie mal. Hier, guck. 2 Simoleons pro Stück. Immerhin. Eierpflanzenfrosch verkaufe ich jetzt. Mit den anderen beiden würde ich gerne mal züchten. Und form doch mal den Ton. Das sieht irgendwie nicht aus wie Ton. Das sieht eher aus wie Knete. Ton ist doch ein bisschen fester eigentlich. Mit Ton haben wir irgendwann in der Grundschule mal gebastelt. Und ich war extrem frustriert, weil nichts so geworden ist, wie ich es mir erhofft habe. Dann habe ich es endlich in den Ofen geschoben zum Backen. Und beim Rausholen ist es mir runtergebrochen und in 1000 Teile zersprungen. Das ist meine Geschichte mit Ton. Sie ist inspiriert. Inspirierender Klumpen. Ton hat so viel Potenzial. All die Möglichkeiten sind inspirierend. Und was passiert damit dann? Ach so, die formt den dann nur und ist inspiriert, weil sie was geknetet hat. Interessant.
Okay, ich würde aber sagen, wir gehen dann nach Hause und für heute würde ich die Folge beenden und morgen schauen wir dann mal, was wir mit den Fröschen machen können und begleichen vor allen Dingen die Rechnung. Also, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss!